Dinge, die Schwule nicht mehr hören können. Was? Du spielst PlayStation? Das sind nur was für Heteros. Jungs oder Mädels, ich kann auch zocken. Und das auch Wochenenden lang, stundenlang, online, Ballerspiele, Barbie-Spiele, Hundespiele, Gameboy, Nintendo Switch oder auch PlayStation. Zocken hat nichts mit Sexualität zu tun. Bist du eher der aktive oder passive Part beim Sex? Wer hat überhaupt gesagt, dass ich mich festlegen muss? Sex ist unfassbar vielfältig und beschränkt sich nicht nur auf Analverkehr. Wer ist eigentlich die Frau in eurer Beziehung? Also erstens geht dich das einen Scheiß an und zweitens gibt es in meiner Beziehung keine Rollen. Du hast ja Körperbehaarung. Ich dachte, Schwule rasieren sich immer. Mein Körper gehört mir und ich kann machen, was ich will mit meinem Körper. Ich kann mich rasieren, kann mich nicht rasieren. Es hat weder was mit meiner Sexualität zu tun, noch mit meiner Persönlichkeit, meinem Körper und meiner Entscheidung. Oh, ich liebe Schwule. Ich hätte gerne einen schwulen besten Freund. Finde ich ziemlich beleidigend, weil meine Homosexualität ist kein Accessoire zu deinem Lebensstil und sagt doch nicht alles über meine Persönlichkeit aus. Guck mal, der ist auch schwul. Wollt ihr euch nicht daten? Ehrlich gesagt würde ich mir gerne meine Partner und Dates selber aussuchen und nicht irgendwie von jemandem anderen mein Date vorgeschlagen bekommen, nur weil er auch schwul ist. Was? Du hast nur Hetero-Jungs als Freunde? Haben die keine Angst, dass du sie begrapscht? Ich habe das Glück, dass ich Hetero-Freunde habe, die mich nicht durch meine Sexualität definieren, sondern mich als Mensch lieben und so akzeptieren, wie ich bin. Wann hat die Phase eigentlich angefangen? Es ist keine Phase. Kannst du dich eigentlich erinnern an den ersten Tag, genau das Datum, die Uhrzeit, also dich in eine Frau oder einen Mann verliebt hast zum ersten Mal? Ich kann's nicht.